So, herzlich willkommen, meine Kriegerinnen und Krieger, zu einem neuen Let's Play-Projekt. Und zwar zu Education. Es ist nicht vollkommen neu. Ich gebe zu, ich habe es schon mal gespielt. Und zwar bei dem Finalstream zum Become a Creator-Wettbewerb. Da habe ich das ja schon mal durchgezockt. Ging alles recht schnell. Ich konnte mich auch nicht so ganz auf die Story konzentrieren. Deswegen wollte ich es nochmal in Ruhe als Let's Play machen. Für mich ist immer Stream und Let's Play zwei völlig unterschiedliche Dinge und Herausforderungen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich würde gerne nochmal genaues Augenmerk auf dieses Spiel eben setzen, was auch immer. Und ja, das Spiel ist von Tongut Bodur. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist ein einzelner Mann, der mehrere kleine Indie-Spiele programmiert, die sehr immer auf Authentizität und Atmosphäre bedacht sind. Also es wird auch bald noch eins kommen, ein anderes Spiel von ihm, was ich mir gerne anschauen würde, was auch in eine ganz andere Richtung geht. Jetzt schauen wir uns nochmal gemeinsam Education an. Wir starten mal hier ein New Game. Are you sure your previous save will be deleted? Yes, ich bin sure. Und dann legen wir einfach mal los. Ich habe richtig Bock drauf. Es hat mir damals sehr Spaß gemacht. Wie gesagt, es wurde sehr durchgerusht, eben weil halt Leute zugeschaut haben. My name is Bart Blake, and I did some bad things in my youth. Yet I had dozens of friends who would stand by me, and parents who supported me through everything. I really did it all in good fun, not considering how I might have hurt someone. After all, many of my victims had a good chuckle over my pranks afterwards. In my nightmares, I constantly replay the good and the bad memories. There's lots of history here. Now here I am, once again, at the path to this school from my youth. I have yet to escape it. Okay, wir kehren also in unsere alte Schule zurück. Das ist unser Auto, das haben wir nicht hin. Das Auto haben wir super eingepackt, sodass auf gar keinen Fall uns jemand zur Hilfe kommen kann. Finde ich eine riesen Idee, Junge. So, und ich werde mir jetzt alles um einiges genauer anschauen als beim Stream. Also nicht wundern, ich werde mir hier schön Zeit lassen. Da es ein Indie-Titel ist, bei Indie-Titel finde ich, sollte man noch mehr ein Augenmerk auf die Details haben, weil es ist kein AAA-Titel und solche Leute leben einfach von Feedback. Besonders wenn es eine Person ist, die sowas programmiert. Die nehmen Kritik ernst, glaubt's mir. Es ist wirklich entscheidend für die. Optisch finde ich es schon mal schön. Einfache Einführung, immer. Verdammt eigenartige Schule, die hier anscheinend irgendwo stehen soll. Horrortiteln bin ich am Anfang immer unfassbar mutig, weil ich immer so das Gefühl habe, die ersten Minuten passiert nichts. Und dann mache ich saublöde Witze, kreisch die ganze Zeit peinlich rum und ja. Muss ständig meine Windeln wechseln. Das ist nämlich echt schrecklich. So. Wo ist jetzt diese sagenumwobene Schule? Gesehen tue ich ja noch nicht. Moin. Köpfe? Nee, Steine. Ich gehe schon so paranoid an das Ganze ran. Er ist jetzt auch echt nicht gespielt. Ich weiß nicht mehr viel von dem, was passiert ist. Ich kenne noch ungefähr die Story. Aber, und Stück für Stück wird mir das auch safe wieder kommen. Aber wo was versteckt ist oder wie jetzt genau die Story abläuft, weiß ich wirklich nicht. Dafür ist auch seitdem irgendwie schon zu viel passiert. Zu viel anderer Stuff, der einem im Kopf durchgeht. Ja, da ist das wunderschöne Stück. Ja, hallo, servus, pfiat Gott. Ja, lüge ich denn? Das ist keine Schule. Das ist eine ehemalige Folterstation. Bisschen von Ding abgekupfert, von Outlast. So ganz leicht. Ich meine bloß, weil rechts so eine Hütte ist, die natürlich auch verdammt einladend ausschaut, so der ganze Dreck von gestern. Oh. Warum? Horrorspiele und ich, eine Hassliebe vom anderen Stern. Vom anderen Stern. Kann den benutzen? Settings, Controls. BASD, Run. Run ist Left Shift, okay. Oder Spacebar, Look. Interact ist E oder Link im... Okay. Und Re... Ah, wir haben aber noch kein Flashlight, okay. Man kann die Tür nicht öffnen. Probieren wir es von der anderen Seite, da war die Tür schon offen.
Press F or right button to toggle flashlight. Okay. Hat natürlich auch wieder eine Batterie, ne? Gibt's ja jetzt mittlerweile schon lang genug. Haben wir ein Spiegelbild? Haben wir nicht, okay. Okay. Das sind so Kleinigkeiten. Ich finde, Spiegelbild wird oft außen vor gelassen. Es muss ja gar nichts Besonderes sein. Aber das könnte man schöner regeln. Es kann ja auch ein ganz basic Charakter sein. Es muss gar kein außergewöhnlicher Mensch sein oder so, aber Spiegelbild wäre schon, würde dem Ganzen eine gewisse Authentizität verleihen. Außer wir sind natürlich sowas wie Geist. Jetzt gewesen, wenn wir da zu früh hingegangen wären. Welcome back. Hell. Welcome back to hell. Gut, Zeit sich. Zeit sich nicht umzudrehen. Oh. Ich wollte erstmal in die Klassenzimmer schauen und wenn ich nicht will, schaue ich halt zuerst in die Klassenzimmer. Was haben wir hier? Liebes Tagebuch. Heute war Klamotten auf links tragen Tag in der Klasse. Einmal in der Woche hat unsere Lieblingslehrerin Frau Redmond einen Spaßtag für uns. Alle meine Freunde und Klassenkameraden lachten eine Stunde lang, als wir in rückwärts und umgekehrt angezogenen Sachen herumliefen. Oh, warum ich das aufschreibe? Einer meiner Klassenkameraden, der ehrlich gesagt sonst eher nervt, hat sein T-Shirt sogar aufgeschnitten und wie kopfüber getragen. Und seine Hosen auch. Frau Redmond hat gemeckert, dass das zu weit geht, aber wenigstens hat er noch Unterwäsche an. Geht also sehr, sehr harmlos los. Nein. Okay, Batterien. Ich weiß, glaube ich, kann mich daran erinnern, dass die Batterien, wenn man die aufnimmt, voll aufgeladen wird. Atmosphäre, hopp. Sound, Atmosphäre, hopp. Erstmal, dass ich alle Türen aufbekomme. Eine Kamera. Kameras sind sozusagen die sammelbaren Gegenstände in dem Game. Ich glaube, da gibt es pro Level eine, wenn ich mich da richtig entsinne. Die geht nicht auf. Dann lass mal sie zu. Sehe ich auch gar nicht, warum ich da jetzt groß rein muss. Uah. Also die Geräuschkulisse ist schon arg widerlich, muss ich sagen. Ab ins Klassenzimmer. Wollten wir vielleicht nicht rein? Auch eine Kamera, okay. Die können wir gleich nehmen. Was ist hier? Nix. Liebes Tagebuch. Frau Redmond sagte, wir sollten unsere Sorgen und Probleme auf Papier schreiben, nach einer Stunde nochmal lesen und dann zerreißen. Da gibt es diesen furchtbaren Schüler in meiner Klasse, Bart Blake, einer der größten Rüpel der Schule. Der reißt dir das Pausenbrot aus der Hand und isst es selber und holt sich im Sport den Ball mit Kopfstoß. Als wir den Spendentag hatten, hat er mir ins Gesicht gelacht, als ich ihn um eine gebeten habe, während er diese teuren Armani-Hemden trägt. Verwöhnter Schnösel. Außerdem macht er nie Hausaufgaben oder Projektarbeiten. Ja. Quasi wie ich, bloß ohne Armani oder so. So, hier haben wir ein Schissel. Schissel, me nizzle, per dizzle.
Okay, da nicht reingehen. Jetzt müssten wir in die andere Richtung gehen können, oder? Er sofort wieder gegangen. Ich hätte gesagt, ciao, Freunde. Schön, dass ich mal wieder in meiner alten Schule vorbeigeschaut habe. Die vermutlich genauso aussieht. Mittlerweile. Hey, wir dürfen immer noch nicht da lang. Ist halt auch sowas, ne? Da bin ich damals relativ gut durchgerusht und dann habe ich sowas gar nicht so wahrgenommen, wo man wann hin darf, sondern halt schnell, schnell. Noch einen Schlüssel aufgesammelt. Irgendeine von den Türen wird schon aufgehen. Ob ich habe einen Jumpscare verpasst? Japan, Portugal. Portugal hat eine komische Flagge. Nur weiß? Haben die sich letztens ergeben oder so? Oh, es ist 5 nach 12. Genau der richtige Zeitpunkt, um so einen Ort zu besuchen. Warum kommen die Protagonisten in solchen Spielen immer auf die glanzvoll geniale Idee, um Mitternacht solche Orte zu besuchen? Sehr geehrter Herr Blake, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Bart in allen 6 Fächern dieses Jahr eine 6 bekommt. Dazu zählen Englisch, Mathematik, Sozialkunde, Kunst, Musik und Physik. Nicht nur, dass Bart in allen Arbeiten versagt hat, wenn er überhaupt teilnahm. Außerdem hat er keine Projekte, Berichte oder Hausaufgaben rechtzeitig abgeliefert, wenn überhaupt. Es tut mir wirklich leid, aber er wird seine Klassenstufe nächstes Jahr wiederholen müssen. Darf ich Ihnen empfehlen, ihn bei einem Augenarzt vorzustellen? Liebe Lehrer und Ihre Vorschläge zur Therapierung. Bei mir wollten Sie ja früher gleich in der ersten Klasse... Wollte unsere Klassenlehrerin, dass ich und ein Kumpel da Ritalin bekommen. Weil wir zu aufgedreht waren. Shit, keine Batterie. Will sein, oder? Ey, wir waren einfach nur Jungs. Wir wollten einfach nur raus und spielen. Und die wollte uns gleich unter Ritalin setzen. Moment. War da ein Geräusch? Ich sollte mal kurz auf den Korridor nachschauen. Ach, ich warte eigentlich, glaube ich. Ich glaube, wir können auch gut hier bleiben. Ich meine, hier in dem Klassenzimmer ist es doch letztendlich relativ gemütlich, oder? Machen wir jetzt noch schnell die Batterien da ein. Optisch. Nice. Wirklich geiles Game. Gefällt mir gut. Wie gesagt, Soundkulisse ganz, ganz übel. Ganz, ganz übles Ding. Liebes Tagebuch. Bin studentische Hilfskraft und bin in meiner Freizeit in die Schule gegangen, um dort auszuhelfen. Ihnen fehlt ein Lehrer. Ich habe etwas aus dem Lehrerzimmer gehört. Die Lehrer kommen noch herein, um das Lehrjahr abzuschließen. Ich hörte, Frau Redmans Ehemann, Herr Redmond, habe vor, Barts Vater, Donald Blake, zu verklagen. Na klar. War sanfter als erwartet. Wie hier. Batterien? Weiterer Schlüssel. Sehr komischer Tisch. Ein sehr komischer Raum. Hier wurden wahrscheinlich damals die Kiddos verprügelt, ne? Die frech waren. So. Ah, okay. Level 1 abgeschlossen. Ja, stimmt. Da will ich nicht hin. Kann ich mich dran erinnern? Habe ich mich damals schon gefragt, was das für eine Tür ist, die dorthin führt. Also ihr seid nicht die Einzigen. Da fehlt ein Übergang. Da fehlt ein Übergang. Und das Gefährliche an Horrorspielen ist, wenn die irgendwo
finde ich, also wenn zumindest nicht mal die Map oder so halbwegs einen Zusammenhang hat, dann verliert man irgendwie so die Spannung und den Ernst. Also ich verstehe jetzt zum Beispiel gar nicht, wie man von der Schule in diesen Korridor geraten kann. Das ist so ein bisschen, naja, okay. Was soll das denn sein? Aber gut, gut, wir wollen jetzt... Wasser ist... Wasser oder Eis? Das Eis ist nice, wenn es Wasser ist, ist es nicht... Donald Blake, Besitzer der Blake-Kohleminen, beschäftigt nicht nur hunderte Leute in der Stadt, er ist auch ein mächtig reicher Mann. Arbeiter und Bürger schauen zu ihm auf, wie er die Wirtschaft in der Stadt fördert, indem er Dutzenden von Obdachlosen und Mittellosen Arbeit verschafft, damit sie sich eine Wohnung leisten und sich selbst versorgen können. Blake Familie hat nicht nur ein neues Grundstück erworben, wo auf mehreren Hektar ein vierstöckiges Haus gebaut werden soll. Sie haben auch ein Ferienhaus am Strand gekauft. Donald Blake begann ganz unten als Kohlenbergarbeiter und arbeitete sich hoch, geschätzt und bewundert von der Gesellschaft. Für ihn und die Stadt zeigen alle Zeichen nach oben. Scheint unser Vater zu sein. Mal alles nach oben. Ah, oh. Oh, okay. Ja. Warum geht unsere Taschenlampe auf einmal nicht mehr? Ist das vielleicht so eine Art... Weiß nicht, ob das gerade eine Art Traum ist. Ah ja, 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 doch, an den Onkel kann ich mich erinnern. Oh ja. Moin. Du Tee gekocht? Liebes Tagebuch. Alles Lügen in den Medien über meinen Chef und Kohleminenbesitzer Donald Blake. Kein Mann wurde je so gehasst. Er zahlt nichts an die Krankenkasse. Von meinem mageren Gehalt muss ich jeden Monat hunderte Dollar zahlen und die Nachrichten sind ein Witz. Mittel- und Obdachlosenwohnungen verschaffen. Wenn man eine Bruchbude mit hoher Miete als Wohnung zählt, ich kenne keinen einzigen Bergmann, der ihn mag. Bei jedem Besuch verspottet er uns und behauptet, harte Arbeit würde sich lohnen, als ob mir mein 12-Stunden-Tag irgendwas nützt. Wir haben eine Teekanne gefunden. Glaubt er, ist harmlos? Oder? Das würde ich auch als erstes machen, wenn ich einen Leichnam sehe. Bro? Na, alles gut? Du weißt, wo es lang geht? Der bringt Motivation an den Tag, das sage ich dir. Ich will ihm nicht zu nahe. Ich kann ihm gar nicht näher kommen. Ich kann ihm gar nicht näher kommen. Also er kann uns im Prinzip nichts tun. Weiß zwar nicht, wie man auf die Idee kommt, einem Leichnam irgendeine Flüssigkeit in den Mund zu schütten, aber Schein zeigt uns den Mittelfinger. Er hat uns gerade so den Mittelfinger gezeigt. Okay, eine skurrile Sequenz. Äußerst skurrile Sequenz. Okay. Kann mich daran erinnern, dass... Da geht's nach oben. Dass das eine große Problematik an dem Spiel war, dass die Grundstory zwar... Moin. Ja, was man halt so einpackt. Die Grundstory wird, glaube ich, schon ziemlich gut erklärt und auch aufgeklärt, aber dieses Drumherum jetzt, auch die Sequenz gerade. Was für ein hässliches Zeug hier, warum glänzt das so komisch violett? Oh, und was haben wir hier? Nochmal so eine Statue, die können wir mitnehmen. Wir bauen. Ja, Raune ist es nicht.
Und bloß gerade ein bisschen Raum zu sparen. Statue. Aber sonst nichts Nützliches. Nichts Neues. Schleim? Was ist das für ein Buch? Nee, kann man nicht lesen, okay. Da sind Batterien. Da ist nochmal so eine Statue. Perfect timing. Ah, doch, kann man lesen. Hier. Liebes Tagebuch, mir gefällt nicht, was hier passiert. Abgesehen davon, dass Frau Redmond weg ist und die Kohlebergarbeiter kaum über die Runden kommen, mein Vater arbeitet da, habe ich noch mehr gehört. Herr Redmond hat Herrn Blake auf Schadensersatz verklagt. Aber leider herrscht keine Gerechtigkeit. Donald Blake hat dank seiner teuren Anwälte gewonnen. Welch Ironie, dass außer ihm in dieser Stadt noch jemand Geld verdienen kann. Ach, die Polizei tut nichts, sowohl Bart den Einbruch in ihr Haus zugegeben hat. Obwohl Bart den Einbruch in ihr Haus zugegeben hat. Scheint ja wirklich ein schlimmer Finger gewesen zu sein. Worauf das noch hinausläuft. Ich verstehe die Szenerie mit dem Leichnam nicht. Also. Ja, glatt nach einem Sockel aus, ne? Ich bin jetzt kein Experte für Statuen oder so. Aber das sehen wir doch nach Sockel für Statuen aus. Hier nochmal Batterien. Okay, Batterien gibt es hier reichlich. Das heißt, wir können damit ein bisschen verschwenderischer umgehen. Es gibt ja auch noch einen Weg in den ersten Stock hoch. Reicht. Riesenschrank. Einfach nur ein sehr großer Schrank, okay.